Wenn wir über unseren eigenen Tellerrand schauen und unsere Verschiedenheit als Gewinn ansehen, interessiert sind an unserem Gegenüber, dann macht das was mit uns. Es stärkt uns und unsere Gemeinschaft. Mir ist eine gute Gemeinschaft wichtig, in allen Lebensbereichen. Und euch? Ich bin die Erste, die in meiner Familie studiert und Mann, hab ich keine Ahnung gehabt, wie das Ganze hier zu funktionieren hat. Ich bin oft genug auf die Nase gefallen, weil ich dachte, ich muss das ganze Studium alleine meistern. Dem ist aber nicht so. Du musst kein Einzelkämpfer sein. Du kannst um Hilfe bitten, wenn du Hilfe brauchst und du kannst auch jede Möglichkeit nutzen, um anderen zu helfen. Albert Einstein sagte einmal über sich selbst: Ich habe eigentlich keine besondere Begabung. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Das mit der Begabung, das glaube ich ihm nicht wirklich. Aber dass er neugierig war und ihm diese Neugierde zu immer wieder großartigen Entdeckungen verhalf, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Neugierde heißt, offen zu sein für das andere, für das Ungewisse. Sie hilft uns, Zusammenhänge zu erkennen und immer wieder Neues zu entdecken. Im Studium, in der Forschung und im täglichen Miteinander. Lassen Sie uns neugierig bleiben. Ja, ich bin sozusagen der Herbergsvater hier in der Blue Box und mir ist das ziemlich egal, wie die Namen der Studierenden klingen. Mit dem Einzug in die Blue Box und mit dem Beginn des Studiums haben alle dieselben fairen Chancen und haben auch die Möglichkeit, alte Erfahrungen hinter sich zu lassen. Allerdings bedeutet das auch, dass alle unterschiedslos alle dieselben Pflichten haben. Nämlich, wenn es darum geht, zum Beispiel die Arbeitsplätze sauber zu halten oder sich gegenseitig beim Modellbauen zu unterstützen. Und wer das nicht zu schätzen weiß, der hat hier eigentlich nichts verloren. Es gibt ein Zitat, was ich wirklich liebe. Das ist von dem Schauspieler Robin Williams und er sagt: Jeder Mensch, den du kennst, kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei freundlich. Immer. Das finde ich echt stark. Jede Person hat doch ihre eigene Geschichte. Und in der Arbeit mit den Studierenden denke ich so oft, boah krass, was dieser junge Mensch schon alles zu bewältigen hat. Ich wünsche mir, dass wir uns die Zeit nehmen, zuzuhören, hinzuschauen. Und bis wir wissen, was bei dem anderen los ist, können wir doch einfach freundlich sein, oder?